Gut, dann würde ich sagen, David, wenn du soweit bist, bei mir ist es 10 Uhr hier in Bad Kreuznach, fangen wir an. Und von daher ein herzliches Willkommen zu einem neuen Edu-Talk zum Thema automatisierte Live-Übersetzung in Vorträgen und Webinaren. Herzlich willkommen heute. Der Gast neben mir ist der David Rödler, auch schon öfter mit dabei gewesen, Erwachsenenbildner. Er wird sich gleich auch selber nochmal vorstellen mit seiner Expertise. Und zwar geht es heute um Möglichkeiten der Live-Transkription, der Übersetzung, der Live-Übersetzung, aber auch dem Abbau von Barrieren, der Schaffung von Zugängen über Zoom und allgemein in Formaten wie Präsentation und Webinaren. Aber jetzt als erstes mal, David, herzlich willkommen. Magst du dich mal ganz kurz auch noch mal vorstellen? Ja, also erstmal vielen Dank, Tobias, für die Einladung. Ich bin immer sehr, sehr gerne mit dir online unterwegs. Ich lebe in Salzburg, mache viel Erwachsenenbildung, auch gerade sehr viel Beratung. Im Moment für große Online-Veranstaltungen, viele davon auch international und weltweit. Und da ist natürlich Sprache auch ein wichtiges Thema. Also viele, viele der Veranstaltungen dann auch mit Live-Verdolmetschung. Und da haben wir jetzt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben ja einerseits, also Zoom selber bietet ja diverse Möglichkeiten. Da wirst du uns ja auch gleich noch ein bisschen was zeigen. Und dann haben wir auch noch Möglichkeit, externe Angebote auch noch mal zu nutzen. Aber auch hier würde ich jetzt einfach mal fragen oder auch mal in die Gruppe fragen. Wie gesagt, gibt es schon mal so ganz spezielle Fragen oder Anliegen, die euch zu diesem Thema interessieren? Über die Website kam zum Beispiel auch die Frage nach der Möglichkeit über Zoom. Also ich möchte mehr darüber erfahren, wie ich Webinare und Zoom-Meetings für Gehörlose barrierefrei gestalte. Diesen Punkt werden wir auf jeden Fall mit aufnehmen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, bringt sie einfach mit in den Chat oder in die Kommentare oder meldet euch. Ja, David, fangen wir doch am besten noch gleich mit Zoom an. Gibt es denn da Möglichkeiten, ich sag mal, die Barrieren zu senken, Teilhabe zu stärken oder auch, ich sag mal, Barrierefreiheit zu schaffen für Gehörlose oder auch in anderen Sprachen? Genau. Vielleicht, ich finde interessant, dass das Wort Barrierefreiheit, das gibt es eigentlich gar nicht. Es hat, alles hat irgendwie eine gewisse Hürde. Und auch wenn wir sagen, jetzt Zoom ist weitgehend barrierefrei oder so, ich glaube, es geht immer darum, Hürden zu senken. Und das kann man aber sehr gut tun. Also zum Beispiel, wäre es möglich, und das wird in jedem Videokonferenzsystem funktionieren, dass sich jemand findet, der das gesprochene Wort im Chat vielleicht kurz zusammenfasst und das dort also mitgeschrieben wird. Das wäre auch eine Möglichkeit, dann das in einfacher Sprache wiederzugeben. Also für Menschen mit irgendwie kognitiven Beeinträchtigungen oder für Menschen, die eben nicht so gut Deutsch sprechen. Also das wäre die simpelste Variante, einfach den Chat dafür zu verwenden. Ein bisschen mehr wird es dann schon, wenn man die Untertitelungsfunktion von Zoom verwendet. Vielleicht können wir die mal ausprobieren, Tobias. Ja, gerne. Also du kannst es mir auch zuweisen, man kann mit dieser Untertitelungsfunktion eine Person bitten, dass sie Untertitel eingibt. Da gibt es mittlerweile auch externe Dienste. Aha, kannst du mir zuweisen den Ja, Untertitel? vielleicht zeige ich dann auch einfach direkt, wie das hier auch geht, Ja. indem ich jetzt gerade mal den Desktop freigebe. Und zwar als Host hat man ja noch viel mehr Funktionen. Und unten in der Navigationsleiste gibt es dann auch diesen Punkt mit Untertitel. Mit Dolmetschen werden wir nachher auch noch mit drauf zu sprechen zu kommen, was da drauf oder was es damit auf sich hat. Aber es geht jetzt erstmal um Untertitel.
Und da geht es jetzt darum, einen Teilnehmer jetzt hier in der Session, ich sag mal, zu beauftragen. Und jetzt wähle ich hier den David im Prinzip aus für die Untertitelung, indem ich einfach auf den Teilnehmer draufklicke und sage, zuweisen, den Untertitel einzugeben. Genau. So, Habe ich jetzt. bekommen Fenster und alles, was ich hier jetzt sage, schreibe ich auch gleichzeitig. Ja, also ich kann das jetzt nicht so gut und Ja. Kannst du vielleicht dein Fenster mal freigeben, dass wir jetzt sehen, was sich bei dir jetzt getan hat im Zoom-Fenster? also eigentlich ganz, 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 ganz simpel. Ich hab also jetzt bekommen ein Fenster und in dieses Fenster schreibe ich so schnell ich kann. Also mit der Funktion könnte es natürlich auch schon möglich sein, jetzt auch eine Übersetzung zu machen. Ja? Oder man kann auch automatisierte irgendwie Anbieter dort mit einbinden. Habe ich noch nie gemacht, aber Schriftdolmetscherinnen hatten wir schon oft dabei, die dann für Gehörlose mitgeschrieben haben. Was ich in der Praxis tatsächlich noch nie gehabt habe, war Gebärden, Dolmetsch. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ja möglich ist, einzelne Teilnehmende dann auch anzupinnen. Also wenn jetzt, ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei, dann kann man das gut sehen. Also unabhängig jetzt von also Tobias hat sich jetzt mal selbst in den Vordergrund dort gestellt. Aber unabhängig davon könnte ich jetzt, ich hoffe, ich darf das, Elke Metzner, wenn Elke Metzner jetzt die Gebärdendolmetscherin wäre, dann könnte ich sie mir anpinnen. Und dann habe ich sie groß im Vordergrund und kann sie also gut. Kann sie gut sehen. Ja, der Punkt ist ja, ich müsste jetzt eigentlich gar nicht mehr so fokussiert jetzt sein. Es gibt bei Zoom jetzt ja auch mehrere Möglichkeiten, auch neue Möglichkeiten, die jetzt ja auch da sind, oder die es jetzt auch gibt, gebe ich jetzt auch gerne mal den Bildschirm frei. Und die eine tolle Funktion ist ja, dass man sich jetzt einerseits die Fenster selber auch anordnen kann. Jetzt kann ich gucken, Sie können kein Video verschieben, wenn Teilnehmer, die keine Videos ausgeblendet sind. Ich hab Personen ausgeblendet. Dafür muss man erstmal alle Personen einblenden, sehe ich jetzt gerade. So. Genau. So, und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, wenn alle eingeblendet sind, dass ich mir die Fenster zum Beispiel jetzt auch selber anordne, so wie ich es hier für mich auch haben möchte. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass ich mir also wenn ich jetzt der Gehörlose bin und ich einen Sprecher habe, den David, dass ich mir den anpinne. Das hat jeder für sich die Möglichkeit. Das heißt, dann ist der David erstmal nur für mich in dem Vordergrund. Und wenn die Elisabeth zum Beispiel jetzt Gebärdendolmetscher übernehmen würde, könnte ich ein weiteres PIN-Video mit hinzufügen. Ja, das heißt, ich kann für mich ja dann selber entscheiden, welche Videos sind im Vordergrund und welche Videos werden für mich priorisiert angezeigt durch das Anpinnen. Und das ist eine Möglichkeit, wenn man einen Gebärdendolmetscher oder eine Gebärdendolmetscherin hat. Dass dann jeder für sich entscheiden kann, okay, diese Person ist jetzt einfach für mich mit im Vordergrund. Und ich als Host kann zudem auch noch sagen, eben nicht nur anpinnen, sondern auch Spotlight. Das heißt, ich könnte jetzt eben auch verpflichtend für alle 2, 3 oder bis 9 Fenster priorisiert anzeigen lassen. Gehen wir zur nächsten Zoom-Funktion. Im Chat gab es die Fragen nach automatisierten Untertiteln, das schauen wir uns dann auch an. Das ist dann, also Transkription nicht live ist in Zoom mittlerweile eingebaut für Englisch, sie kommt dann auch gleich. Automatisierte Untertitel geht im Moment nur mit wirklich externen Tools. Aber
kommt dann auch noch dran. Bleiben wir vielleicht bei Zoom noch und probieren die Dolmetschfunktion aus, oder? Weil die wäre ja Gerne, auch gerne. direkt eingebaut. Ja, vielleicht vorneweg würde ich gerne die Frage von der Gabriela noch mit vornehmen, die ja fragt, ob das nur mit der Webinarfunktion geht. Wir nutzen jetzt hier gerade die standardmäßige Meeting-Funktion. Also das heißt, alles, was wir jetzt hier machen, ist im Gratis-Account oder auch in der normalen Lizenz auch möglich. Gut, die Dolmetschen-Funktion, richtig. Magst du was dazu sagen? Du hast da ja auch schon erste Erfahrungen mitgemacht, David. Ja, also bis zu 5 Sprachen hatten wir da gleichzeitig mit dann, also einem wirklich dann auch großen Dolmetschteam. Und ich glaube, wir probieren es einfach mal aus, oder? Können wir Wenn gerne machen. du mir die Hostrechte gibst, dann kann ich das auch demonstrieren, Richtig, mache ich gerne. wie So, man das. bitteschön. Wie man das dann einstellt. Ist ja mein Bildschirm. Jetzt habe ich als Host hier einen Globus. Kann hier draufklicken und stelle mich jetzt hier als Dolmetscher ein. Ich könnte jetzt aber auch noch weitere Anwesende auswählen. Aber nicht mal, wenn ich das mache. Sobald ich das jetzt starte, bekommen alle anderen auch diesen Globus und wählen dann aus die Sprache, die sie hören wollen. Und wir können das jetzt insofern probieren. Tobias spricht Deutsch. Also wer Tobias hören will, schaltet den deutschen Ton dann ein. Wer mich mit der englischen Übersetzung hören will, schaltet auf Englisch um. Ja? Und so kann man uns dann beide hören. Man kann dann hin und her schalten. Und Tobias wird einfach was erzählen und ich werde es übersetzen. Gut, Genau. ich starte das jetzt und dann können Sie das probieren. So, ich starte mal auf die Freigabe. Genau, Wie heißt jetzt der? ist der Dolmetschen-Button auch da. Und ich glaube, wichtig, also ist es auch zu wissen, dass dieser Button erst da ist, sobald der Host die Dolmetschfunktion aktiviert hat. Und jetzt kann man da draufklicken, und sich den Sprachkanal auswählen. Aber ich muss auch Deutsch auswählen, David, gell? Genau, das heißt, so, ich habe jetzt den deutschen Kanal ausgewählt. Ich spreche jetzt auf dem deutschen Kanal. Und der David müsste das jetzt hören, übersetzt das ins Englische. Und das, was er ins Englische übersetzt, läuft dann in einer zweiten parallelen Tonspur im Hintergrund bei Zoom. Und alle, die dann in der Dolmetschfunktion auf Englisch dann klicken, hören dann nur die englische Übersetzung vom David. Wichtig zu wissen ist auch, diese Funktion, die muss man im Vorfeld planen. Also die ist nicht, wenn man ein Meeting startet, von vornherein da, sondern man muss ein Meeting starten und dann nicht mit der persönlichen Meeting-ID, sondern eben mit einer zufälligen ID. Und ich glaube, das können wir jetzt auch gleich zeigen, wie wir diese Dolmetsch-Funktion in einem Meeting aktivieren oder einplanen. Das müsste aber der David machen, weil ich jetzt auch nur noch Teilnehmer bin, keine Hostrechte mehr habe oder Co-Hostrechte und auch nicht mehr freigeben darf. Hat es funktioniert oder waren getrennte Sprachkanäle dann zu hören? Oder haben wir gleichzeitig gesprochen schon? Jasper nickt. Ja, Maria schreibt auch ja. Gut, also wenn man dann den englischen Kanal gewählt hat, dann sollte es so sein, dass man Tobias nur noch leise hört und mich laut und deutlich. Genau, das Original-Audio kann man auch ausschalten, wenn es schwierig wird.
Gut, die Tonqualität des englischen Kanals war leider nicht gut, war jetzt die Rückmeldung im Chat. Tobias war leise und deutlich, David laut und undeutlich. Oh je. Genau, okay, sollte nicht sein. Vielleicht war es nicht gut, wenn ich offenen Lautsprecher hatte in dem Moment. Das kann sein. Das war möglicherweise mein offener Lautsprecher. Das darf man vielleicht nicht tun. Weil er dann keine gute Echounterdrückung mehr macht bei beiden Kanälen. Das kann sein. Ich kann ja nochmal, probieren wir es nochmal, das interessiert mich eigentlich. Oder probieren wir es kurz nochmal. Ich nehme jetzt mal Kopfhörer. Wir machen es nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir zum nächsten. Aber eine kurze Übung hätte ich da gerne noch gemacht. Genau, aber David, vielleicht kannst du mir auch gerade nochmal die Co-Host-Rechte geben, dann können wir nochmal zeigen, wie wir diese Dolmetsching-Funktion generell aktiviert und auch einrichtet, dass die in einem Meeting auch da ist. So, und das Ganze, das funktioniert über die Website von Zoom, wenn man ein Meeting plant. Ich gebe den Bildschirm hier mal gerade frei. Dann muss man sich hier einloggen. Und dann kann man ganz normal, wenn man ein Meeting am Planen ist, die Dolmetschfunktion aktivieren. Man muss allerdings, das hatte ich erwähnt vorhin, wo ist sie denn? Die ID. Erforderlich, ein aus, Video, Audio. Ah, hier genau, bei Meeting-ID auswählen, dass die Meeting-ID automatisch erzeugt wird. Das funktioniert nicht mit der persönlichen Meeting-ID. Und dann gibt es hier unten nämlich die Option Sprachübersetzung aktivieren. Und dann kann man hier im Vorfeld auch schon mal Personen eingeben, man muss mindestens eine eingeben, die dann eben als Dolmetscher auch aktiv ist und kann hier Sprachkanäle auswählen. So, jetzt fällt natürlich auf, es sind, ich sag mal, klassische Sprachen da. Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch. Mehr natürlich nicht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Übersetzung ins, keine Ahnung, was machen möchte, eine Sprache, die jetzt hier nicht gelistet wird. Das habe ich wieder beendet, Tobias. Habe wieder beendet. Jetzt hat es besser funktioniert anscheinend, oder? Was hat besser funktioniert? Besser mit Kopfhörer, oder? Dass man mich besser gehört hat. Ja, Ja, also das wunderbar. ist wichtig. Das haben wir jetzt auch gelernt. Super. Genau. Also man kann auch weitere Sprachen hinzufügen. Das ist eine neue Funktion jetzt bei Zoom. Auch. Genau. Man ist nicht restricted mehr mit diesen Sprachen. Ah, okay, gut, man kann Sprachen Das ist hinzufügen, neu. wunderbar. Das ist neu. Gut, ich glaube, Genau. wir gehen vielleicht zum nächsten Kapitel, außer es gibt noch Fragen zur Dolmetschfunktion. Ich kann das aber auch Russisch lernen und Englisch reden, ja, sicher. Wird dann Genau, das kann verwirrend. man machen. Muss man sich halt verständigen, dass Russisch das neue Englisch ist. Genau, hin und her übersetzen geht auch. Das kann die Person, die übersetzt, dann einstellen. Die muss immer einstellen, die Sprache auch, die sie spricht. Also man kann das auch wechseln, während die ganze Sache läuft. Ja, also in der Praxis, wenn man ein bisschen dran gewöhnt ist, funktioniert das wirklich erstaunlich gut. Gut, jetzt kommt noch die Frage, kann ich nur alles machen, Nutzung verschiedener Funktionen als Host? Verstehe ich jetzt noch nicht ganz die Frage. Also als Host hat man einfach die Möglichkeiten, das einzustellen, aber die Funktionen nutzen können alle. Genau, es geht auch mehr als zwei Sprachen. Es wird dann ein bisschen kompliziert für die Dolmetscher, aber wir hatten tatsächlich schon fünf Sprachen. Genau. Genau, also es ist auch möglich, mehrere Sprachen zu übersetzen.
parallel, das geht auch. Aber wie gesagt, initiiert muss das alles vom Host und er sagt dann im Prinzip oder ordnet dann die Dolmetscher dann zu. Gut, dann würde ich sagen, ich gucke hier weiter auf die Fragen und Kommentare, auch auf dem Facebook-Livestream, wenn dort Fragen auftauchen, einfach reinschreiben in die Kommentare. Und ansonsten können wir ja weitermachen, David. Sehr gut, sehr gut. Nächste Funktion, die es mittlerweile in Zoom gibt und die eigentlich ziemlich cool ist, das war gestern ein öffentliches Webinar, das ich begleitet habe. Da kann im Moment nur auf Englisch, aber wahrscheinlich bald auch in anderen Sprachen ein Transkript erstellt werden. Jetzt muss ich schauen, ob ich den Ton auch freigegeben habe. Also nach dem Meeting wird die Aufzeichnung transkribiert. That yes, it does matter when we think about what do we have to do, how do we tackle that, and we are always coming back like well, maybe we need to go to the people and ask them actually what they want, because they are not on the table right now. And this is one of the most important voids which intersectionality brings to life. Also nicht, that it means in the first place to make space for... Alles perfekt, aber doch ziemlich gut. Ja, also hier wird dann erzeugt ein automatisches Transkript. Der Aufzeichnung, eine automatisierte Übersetzung. Okay, und wie funktioniert das? Das muss man einstellen, auch bei den Aufzeichnungen. Einstellungen, glaube ich, Aufzeichnungen. Und dann Audio-Transkript, hier ist es. Ein automatisch übertragen, also komisch, automatisch auch für eines. Ja, übertragen, da meine die damit eben in Schriftsprache übertragen. Okay, kannst du zeigen, wo man das einstellen muss? Ach, Entschuldigung, ich habe den Bildschirm nicht mehr geteilt. hier ist es ist bei den Einstellungen und dann bei Aufzeichnung und Audiotranskript. Ah, und ist das Audiotranskript dann direkt live da oder erst im Nachhinein? Nachhinein. Im Nachhinein. Nachhinein. Also live nicht. Ja. Sollen wir aber die Live-Transkription können wir auch anschauen, weil es gibt Dienste, die machen Live-Transkription. Gerne. Ja, also im Moment nicht live, aber ich bin mir ganz sicher, das kommt bald, diese Funktion. Und das wird auch auf Deutsch kommen. Und dann habe ich wirklich mitlaufen, so ähnlich wie bei den Untertiteln, ein Live-Transkript, und das ist wirklich faszinierend. Gut, jetzt gehen wir rein in diese Demo von, hier ist es, von Zoom und Live-Transkript. Also ich habe es einmal gemacht, ich hoffe, ich kriege es wieder hin. Das ist eine lustige Geschichte. Try a self-guided Demo in Zoom. Dann sollte jetzt öffnen ein weiteres Zoom-Meeting, das zeige ich auch gleich. Genau. Jetzt bin ich in diesem Zoom-Meeting drinnen. Das ist ja lustig, da ist noch wer mit mir drinnen, aber das macht gar nichts. Hello, you. Hello. Would you like to try the live transcription service of Zoom? Yes. Okay, let's give it a try. Stream of Otter.ai Live Notes ansehen. Genau, dann ist es so, dass ein weiteres Fenster dann öffnet, wo man dann die Live-Transkription sehen kann. So, and now I will try to speak English, because everybody should be able to see what I am just... I can't speak English. Mm-hmm. So I just tried how to use the Zoom with the Otter. How to use Zoom with Otter? Yeah, we are right now using Zoom with Otter. And we see that it's working quite well.
Yeah, it's definitely fascinating. Yeah, thank you, Yu, for being my assistant. No. Yeah. Good. Oh my God. What can I do? Don't worry. It was just by accident that we met. Okay. Yeah, it was just during a test run. We both had at the same time. Okay. Yeah. Bye bye. Bye. Okay, also es war jetzt eine lustige Begegnung. War nicht geplant, aber hat gut gepasst, oder? Und ja, hat funktioniert, oder? Unsere Transkription. Das ist richtig, genau. Jetzt kommt natürlich von der Gabriela Hund, völlig gerechtfertigte Frage oder der Einwand. Jetzt wurde die Dame auf Facebook gestreamt, ohne es zu wissen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wir können nur hoffen, dass es ihr nichts ausmacht im Moment. Okay, also wie gesagt, das ist dann, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt zu beachten bei externen Diensten, wo nochmal Personen mit eingebunden sind und wenn dann nochmal eine Aufzeichnung oder Livestreaming stattfindet. Ja. Dass man dann, ich sag mal, entsprechend auch nachfragt oder Bescheid gibt. Weil ja, den Hinweis ja. Mit der Aufzeichnung, den gab es bei ihr jetzt nicht. Ja, genau. Das war jetzt wirklich Zufall. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass dort auch der Test, dass man da zusammenkommen kann bei dem Test. Es hätte auch sein können, dass immer wieder eine neue Zoom-Instanz dort, dass man das alleine testet. Dass da gerade wer ist, war völliger Zufall. So, jetzt Moment, kam aber nochmal. Dieser Dienst geht nur auf Englisch. Es gibt andere Dienste, die genauso funktionieren, auch auf Deutsch. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Gut, jetzt kam nochmal die Verständnisfrage, wie es jetzt mit dieser Yu dazu kam. Das ging jetzt wohl, glaube ich, gerade einen Ticken zu schnell. Ja, ja. Also kannst du vielleicht nochmal... Gerne, ja. Ich bin manchmal ein bisschen zu schnell. Also was wir jetzt verwendet haben, ich gebe nochmal den Bildschirm frei, damit man das sieht. Was ich jetzt hier verwendet habe, war ein Transkriptionsdienst, ein Live-Transkriptionsdienst, der nennt sich Otter. Und Otter und Zoom haben eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle haben wir gerade testweise ausprobiert. Und das kann man also dazu kaufen, diesen Dienst, und dann hat man diese Untertitel. Okay. Und was kaufe ich da, wenn ich, wenn du sagst, das kann man dazu kaufen? Kaufe ich da jemanden, der mir übersetzt, oder wie funktioniert da das? Das ist automatisch. Also hier ist automatisch. Hier ist kein Mensch beteiligt. Okay. Und hier sieht man dann, was es kostet. Also für $8 oder so kann man dann 6.000 Minuten sogar bekommen. Also eh recht lang. 4 Stunden, das ist mehr als viele Stunden. Oder Otter Live Notes for Zoom, das ist dann ein bisschen teurer. Es kostet, na gut, kostet $20. Ist auch nicht so schlimm. Okay, welche Sprachen werden da unterstützt? Ich glaube, Otter ist tatsächlich nur Englisch. Ja, genau. Kann ich Dienste nennen, die das auf Deutsch machen? Habe ich auch. Ich muss aber zugeben, dass ich die noch nicht probiert habe, weil die sehr neu sind. Man findet hier auf diesem Zoom Marketplace, jetzt wird es wahrscheinlich nochmal komplizierter, so ähnlich wie, kann man sich vorstellen, wie ein App Store. Ja? Der App Store oder Play Store bei Android. Gibt es Ergänzungen zu Zoom, also Zusatzfeatures? Und eins, das tatsächlich empfohlen wird, ist hier Effortless Live Captioning. Also Live Captioning heißt Live-Untertitelung für Zoom-Meetings. Ja. Und das muss man wirklich mal ausprobieren. Und das funktioniert. Schau mal.
You can set up Rev Live Captions with Zoom in three simple steps. First, the Zoom account admin installs the Rev Live Captions app. This is a one-time eine App installieren. Installation. Es ist zu lang, das Ganze anzusehen. Second, kann nicht vorspulen. Doch, kann man. Also das Ergebnis. Screen. Live captions will become available only after the meeting host joins the meeting. Okay, und dann? On the meeting's control bar at the bottom far right of the screen. Genau, also hier. Click on the up arrow again and click hide subtitles. As the meeting host, you can disable live. Genau, also ich glaube, man hat es gesehen, es kommen dann einfach die Untertitel, so ähnlich wie wir sie ja vorhin hatten. Ja, aber das ist der Dienst, den ich jetzt hier nur gefunden habe, aber noch nicht probiert habe. Und die machen auch auf Rev.com, die machen auch auf deutsche Untertitelung. Da muss es irgendwo geben. Sprachenauswahl, Services. Sehe ich gerade nicht. Aber ich habe gesehen, die machen auch auf Englisch. Auf Deutsch. Okay. Gut, aber da ist jetzt noch soweit keine weiteren Erfahrungen mit. Hast du denn das, ich sag mal, so einen Transkriptionsdienst in der Praxis schon mal ausprobiert? Also ich meine, in der Theorie hört sich das ja alles ganz gut an. Funktioniert das in der Praxis gut? Oder? Also die Dienste, die ich ausprobiert habe, die jetzt nicht mit Zoom verbunden waren, Die funktionieren zum Teil unglaublich gut. Also ich habe vielleicht noch reingestellt den Link zu den Live-Transkriptionsdiensten, die mit Zoom zusammenarbeiten. Und ich zeige jetzt einen Live-Transkriptionsdienst, der jetzt nicht verbunden ist mit Zoom, aber der unglaublich gut funktioniert. Und zwar ist das hier auf Speech-Texter und das ist so arg schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich bin jetzt hier gerade in einem Webinar mit Tobias. Das ist Evangelische Kirche in Hessen und die Bildungsabteilung dazu. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie ziemlich perfekt eigentlich dieser Transkriptionsdienst und auch mit welch unglaublicher Geschwindigkeit das funktioniert. Oder ist es irgendwie kaum zu glauben? Und wenn wir sowas dann tatsächlich in Zoom einfach mit drinnen haben, dass das immer so mitläuft. Und ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren kann, dass dieser Dienst auch tatsächlich Zoom richtig schreibt, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert in der Geschwindigkeit. Okay. Und übersetzt der auch oder transkribiert der jetzt erstmal nur? Ich habe in dem Fall gar nicht die Übersetzung ausprobiert. Schauen wir mal, ob der auch ins Englische übersetzt. Aber ich kann euch auch gleich noch Dienste zeigen, die tatsächlich dann auch übersetzen. Genau. Nein, this is now the English version. Ja genau, aber übersetzen, weiß nicht. Ich glaube, übersetzen tut er nicht. Ich zeige euch jetzt was Einfaches. Ja, vielleicht noch mal kurze Frage, kann man da auch, ich sag mal, Satzzeichen und Formatierung, ich sag mal, mitdiktieren wie jetzt bei Siri, Punkt, Ausrufezeichen, neue Zeile, weil, wie gesagt, Monika schreibt schon, der schreibt ohne Punkt und Komma, ne? Ja, hier noch, nein, ich kann hier Klammer, Punkt und ich kann hier Punkt auch setzen, können wir mal probieren. Das ist ein fertiger Satz, Punkt. Und morgen ist Samstag, Punkt. Funktioniert offenbar auch bei Strich, da Interpunktion auch erkannt wird. Interpunktion. Oh, das ja, kann. Lustig. Das wird schwierig. Das ist aber schön. Das hat er schön gemacht jetzt. Genau. Okay, vom Frieda kommt jetzt gerade noch mal noch ein Hinweis. Bedankt sich für den Hinweis so Speech-Text da. Sie binden Web-Captioner über die Webcam ein.
Frieda, magst du vielleicht uns dazu was erzählen oder was das genau ist? Oder reicht uns das Video? Nein, das finde ich aber, das klingt sehr spannend. Ja, ich würde es ehrlich gesagt auch gerne zeigen, aber ja. Das könnte etwas dauern. Ich probiere das mal parallel aufzumachen. Schaden kann es nicht. Ja, wir sind auf diese Anleitung, die ich verschickt habe, gestoßen. Und das ist ein etwas kompliziertes Verfahren, aber es ist so, dass die Möglichkeit besteht, über eine Software, die sich OBS Studio nennt, überhaupt so Screencasts aufzunehmen. Aber dadurch kann ich eben auch das ausgegebene Kamerabild von mir gestalten. Und wenn ich, ich switch da jetzt gerade mal, dann sollte das eigentlich auch gehen, weil der Untertitel läuft bei mir schon rein. Und wenn ich das jetzt wechsle, na, Sie können noch kein Bild von mir sehen, aber Sie sehen den Untertitel, der zwar nicht immer ganz richtig ist, aber doch sehr häufig. Und genau, also da nutze ich jetzt eben den Web-Captioner über den Chrome-Browser. Ich könnte jetzt genauso eben den Speech-Texter nutzen. Und dann eben so die Untertitel einbinden. Es ist noch ein bisschen schade, dass Sie noch kein Kamerabild von mir sehen. Das gucke ich gerade mal, ob ich das noch einstellen kann. Ich kann vielleicht auch mal zeigen, wie das aussieht. Dann share ich mal kurz den Bildschirm. Ich finde das super. Ich finde das super und ich verstehe jetzt auch schon, wie es funktioniert. Genau, also die Software nennt sich OBS Studios. Ja. Es ist so ein bisschen schwierig, dann immer zwischen den Kameras hin und her zu switchen. Ja, ja. Ich probiere mal kurz diesen Switch zu machen. Snapcam ist auch lustig. Ja, genau, Snapcam, da kommt erstmal jetzt gerade noch nichts. Mhm. Weil das Problem ist eben, dass wenn dann verschiedene Kameras genutzt werden, dass dann die jeweiligen Programme darum konkurrieren. Deshalb, genau, ich hätte es vor, bevor ich hier reingekommen bin, hätte ich das einstellen sollen, dass zuerst die Software OBS Studio auf meine integrierte Kamera zugreift und dass ich dann quasi genau diese Kameraeinstellung bei Zoom einstelle. Das funktioniert jetzt leider nicht. Und ich wechsle nochmal die Kamera, dann können Sie mich auch nochmal normal sehen, also mein Bild sehen. Genau. Na? Genau. Also es wird eine Art Screencast gemacht über OBS Studio von dem Live-Übersetzungsprogramm und das als Kamerabild ausgegeben. Oder OBS macht exakt ein Kamerabild. Mhm. Ja, super. Und jetzt kam von der Ute nochmal Frage über Kosten. Es war noch völlig unverständlich, glaube ich, wie es funktioniert. Also Maria und Gabriela haben, glaube ich, jetzt noch keine Idee, wie das funktioniert hat. Es ist auch sehr kompliziert zu machen, aber wenn ein Mensch sich die Zeit nimmt, und wir werden bald eine Erklärung einstellen oder eine Anleitung einstellen auf unserer Website vom Servicezentrum Inklusion an der Universität zu Köln. Mhm. Die kann ich gerne auch nochmal an die Veranstalterin hier schicken. Mhm. Dann könnten Sie das auch nochmal quasi posten oder auch nochmal über die Teilnehmerinnenliste schicken oder eine Interessiertenliste, je nachdem. Mhm. Oder Sie wenden sich einfach direkt an uns. Da wird es dann nochmal Schritt für Schritt erklärt und wir haben dafür auch nochmal versucht, einigermaßen verständliche Worte zu finden. Und das Ganze dauert halt, je nachdem wie schnell und bekannt man ist mit diesen ganzen Windows-Einstellungen, dauert es halt so zwischen 10 und 60 Minuten, das einzustellen. Aber dann hat man da eben eine Lösung. Super. Klasse. Also wie gesagt, es wird ja ich sag mal, hiervon auch eine Aufzeichnung geben und zwar bei uns auch im Blog der evangelischen Erwachsenenbildung, also erwachsenenbildung-ekhn.
www.zoom.blog. Darüber sind auch die Kontaktdaten. Also Frieda, wenn du mir da vielleicht einfach was zumailen könntest, dann würde ich das in die Beschreibung mit reinnehmen oder auch ergänzen und entsprechend auch in unserem Newsletter dann. Das ist erstmal klasse Initiative und herzlichen Dank für den Input. Super. Vielleicht eine wichtige Anmerkung. Also das ist natürlich jetzt irgendwie tolle Spielerei, aber klar ist jetzt Frieda, da ist ganz klar, da geht es um Zugänglichkeit. Und auf der anderen Ebene, Metaebene, geht es um Internationalisierung. Und das sind zwei super Aspekte für Online-Meetings. Okay, ja, dann danke. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, David. Das müssten dann alle Sprechenden. Das ist nicht so, Frieda, oder? Das müssen nicht alle Sprechenden machen, sondern das muss einmal der ganze Audio-Feed muss halt darüber laufen. Ja, da ist eine Problematik. Also es gibt zwei Optionen, die wir gerade anbieten. Das ist einmal die EmpfängerInnenseite. Also das heißt zum Beispiel, wenn es bei uns sind, Studierende mit Hörbeeinträchtigung oder die überhaupt eine Untertitelung möchten, die können angeben, dass WebCaptioner eben den ganzen Ton erfasst, der über ihre Audio-Lautsprecher rauskommt oder über die Audioausgabe des PCs. Das wird entweder untertitelt oder aber die Senderseite. Also das heißt, dann müssen aber wirklich müsste jede einzelne Person das quasi für sich machen. Weil wenn ich jetzt diesen Untertitel eingebe, so, dann funktioniert das entweder, dass das, was ich ins Mikro spreche, also quasi transkribiert wird, oder aber, dass das, was mein PC mir als Audio ausgibt, transkribiert wird. Dass beides gleichzeitig transkribiert wird, das schafft das Programm noch nicht. Also es wird dadurch nicht das gesamte Meeting untertitelt. Also entweder wird das untertitelt, was ich sage, oder ich kann untertiteln, was alle anderen sagen. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Also es wird immer einen Moment geben, der nicht untertitelt wird, wenn nur eine Person das macht. Das ist noch eine Herausforderung, ne? Okay. Vielleicht zeige ich noch eine Sache auch, die alle wahrscheinlich machen können und die erstmal nicht kompliziert ist. Und zwar ist es mit Das passt hier ganz gut. Das funktioniert mit PowerPoint. Ich gebe meinen Bildschirm wieder frei. Passt hier gut, weil das war ein Webinar, da ging es auch um Thema Behinderung. Und PowerPoint hat nämlich auch tatsächlich die Funktion eingebaut, dass es Untertitel machen kann. Und das würde auch gut im Präsenzraum funktionieren. Also perfekt ist es ja auch nicht, aber doch ziemlich gut und auch relativ schnell. Und was hier auch eingebaut ist, ist die Möglichkeit der sofortigen Übersetzung. Also ich kann Deutsch sprechen, aber das sofort auf unglaublich viele Sprachen auch übersetzen lassen. Also ich spreche weiterhin Deutsch, aber die Schriftausgabe erfolgt auf Englisch. Und in dem Fall eben mit PowerPoint als über die Bildschirmfreigabe angezeigt, aber dafür für alle, glaube ich, schnell zu realisieren. Hast du das gekannt, Frieda? Was ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden, ob das bekannt ist. Ob das bekannt ist bei euch, ja? Ja, das ist bekannt. Ich kann leider nur als Angestellte der Verwaltung der Uni Köln kein Microsoft 365 verwenden. Okay. Und die quasi diese Funktion, dass man den Microsoft Translator auch in ältere Versionen von Microsoft einbindet,
die ist leider im Juli 2020 ausgelaufen. Das ist so ein bisschen bitter. Deshalb hat das bei uns nicht funktioniert. Aber also ich war jetzt mal sehr begeistert, das wirklich mal zu sehen, weil Kolleginnen der Uni Köln das auch vorgeschlagen haben. Aber da das nur mit 365 bei uns funktioniert, kann ich das leider nicht nutzen. Aber finde ich eigentlich nochmal ein bisschen eleganter, auch weil es dann wirklich auf verschiedene Audiosignale erfasst. Und es ist eine ganz, ganz einfache Lösung, die ja bei vielen einfach da ist. Man muss es nur wissen, dass man das einschalten kann. Und man könnte es genauso in einem Präsenzraum verwenden. Man muss halt dann die Person, die spricht, ein Mikrofon haben und dann wird das auf den Beamer, auf die Präsentation ja gleich aufgespielt. Also nur über die Bildschirmfrage bei der Person, die spricht, im Moment in dem Setting, wie wir es gerade hatten, schon. Außer ich schaffe es halt irgendwie, den Zoom-Ton auch wieder in PowerPoint reinzubekommen. Ja, kannst du gerade mal zeigen bei PowerPoint, wo man das einschaltet und aktiviert? Mhm. Genau, unbedingt. Also nicht ganz leider bei allen PowerPoint-Versionen, aber sonst geht es hier bei der Funktion Bildschirmpräsentation immer Untertitel verwenden und dann kann ich Mikrofon auswählen, natürlich das hier, dass ich das Beste hier dran ist und dann die Sprache auswählen und sobald die Präsentation startet, dann ist die Funktion auch schon da und es wird live untertitelt. Aber erst ab Office 365. Genau, jetzt hat er dich auch verstanden. Ja. Das heißt, wenn ich rede, dann hört er mich über deinen Lautsprecher und übersetzt das auch direkt. Mhm. Ja. Gut, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen experimentieren. Also wenn man das wirklich in so einem Setting macht, ob man PowerPoint gar nicht als Präsentationstool, sondern mehr so als Transkriptionsschnittstelle nutzt. Mhm. Und das vielleicht über, ich sag mal, ein Second Screen irgendwie mit einbindet. Muss man mal ein bisschen überlegen. Ne? Also man kann ja auch über OBS oder diese ganzen Broadcast-Software ja auch, ich sag mal, zwei Kameras oder zwei Bilder im Prinzip als ein Webcam-Signal ausgeben. Und wenn man dann auf der einen Hälfte spricht und auf der anderen Hälfte die Übersetzung läuft, ist das ja, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Dann wäre PowerPoint im Prinzip erstmal nur der Mittler. Ja. Also was wir jetzt hier sehen ist, es ist da noch nicht alles perfekt. Also manches ist irgendwie so ein bisschen Vorausschau auf das, was kommen wird. Also was wirklich ausgereift ist, ist die Dolmetschfunktion von Zoom. Also in dem Moment, wo ich dann wirklich die Kopfhörer verwendet habe, dann klappt es. Oder auch recht ausgereift ist die Untertitelungsfunktion, weil es so schön integriert ist. Wobei man da sich auch klar machen muss, dass es wie eine Dolmetscherkabine ist. Also man braucht halt wirklich am besten jemanden, der das auch in Echtzeit machen kann. Man braucht Profis dafür. Richtig. Ja, damit das ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, live zu übersetzen. Aber das Gute ist, die können irgendwo sein, die müssen nicht anreisen und die müssen nicht diese unglaubliche, aufwendige Technik aufbauen. Ja, alle kennen ja diese Dolmetschkabinen dann im Veranstaltungsraum, was das für ein Aufwand ist, das aufzubauen. Die brauchen ja nur Computer und müssen irgendwo dazugeschaltet werden. Viel preisgünstiger. Auf jeden Fall. Genau, was man vielleicht ja auch nochmal erwähnen kann zum Thema Untertitel. Es ist ja immer sehr viel darauf angelegt, dass auch der Nutzer oder die Nutzerin möglichst viel auch machen kann und auch einstellen kann.
Und das ist ja auch etwas, wo man dann auch darauf hinweisen muss, wenn das vielleicht auch nicht so bekannt ist, dass es hier in den Einstellungen, auch jetzt gebe ich nochmal kurz das komplette Fenster hier frei. Genau, es gibt hier die Untertiteleinstellungen bei Zugänglichkeit, richtig. Und hier kann man sich auch Schriftgröße individuell für sich selber auch mit einstellen. Das heißt, wenn man dann auch ein bisschen größere Schrift haben möchte, das geht, kann jeder für sich, beziehungsweise muss jeder für sich dann auch in den Zoom-Einstellungen regulieren. So, gibt es bislang denn jetzt noch ein paar Fragen? Also wir haben jetzt, ich finde, sehr viel Input jetzt auch bekommen und ich glaube, das ist klar, dass es irgendwie, es gibt doch so keine One-Button-Lösung irgendwie. Ich drücke drauf und dann funktioniert es irgendwie perfekt, so wie ich es gerne haben möchte. Aber das haben wir ja auch, ich sag mal, auch so noch nicht, also auch in den Smartphones noch nicht. In Smartphones haben wir ja schon Teil Live-Übersetzer, die sind auch so, naja, gut. In den Videokonferenz-Tools denke ich auch, das wird jetzt kommen in den nächsten Monaten oder Jahren. Da wird sich ganz viel was entwickeln. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal so einen Überblick bekommen, was derzeit machbar ist. Ich habe auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit Untertiteln, auch mit der Dolmetscherfunktion. Die habe ich schon mal ausprobiert mit einer Gruppe. Ist auch relativ einfach auch zugänglich zu machen und auch zu erklären. Jetzt kommen noch mal ein paar Fragen rein über den Chat. Zum einen, habt ihr irgendwelche Infos zum Datenschutz bei diesen Apps und Software? Also ja, also das, was Untertitel und ich sag mal, die Zoom-eigenen Dinge oder Features belangt oder betrifft, das natürlich die gleichen Datenschutzvoraussetzungen und Bestimmungen wie jetzt bei Zoom auch. Das heißt, wenn man über die datenschutzkonforme Lösung von Zoom verfügt, dann gibt es da eigentlich auch keine Probleme. Und bei den anderen Diensten, Otter oder was anderes, Speech-Texte, hast du da Ideen, wo die herkommen? Nein, keine Ahnung, muss man sich im Detail ansehen. Ja. Ja. Grundsätzlich ist es halt so, wenn es das ist genau wie bei den Sprachassistenten, denke ich mal, bei Siri, Alexa, bei Hey Google, die Dinger laufen dann, die Sprachbefehle, über amerikanische Server. Je nachdem, wo der Dienst auch herkommt. Also von daher, wie der David sagt, muss man im Einzelfall einfach gucken, was man braucht. Genau, das war interessant. Eine rechtliche Frage zu sämtlichen Untertitelungs mit dem Erstellen von ein Transkript abgespeichert und privat weiterverwendet werden. Habe ich mich auch schon mal gefragt, wie das urheberrechtlich ist, ob also ganz klar ist, wenn meine Stimme aufgezeichnet wird, muss ich ja um Einverständnis fragen, das sowieso, ja, Zustimmung. Wenn jetzt aber nur ein Transkript von mir, habe ich auch das Urheberrecht an meinem gesprochenen Wort? Ist das auch ein Werk, jetzt mein Vortrag zum Beispiel? Wahrscheinlich schon. Das ist auf jeden Fall ein Werk, aber ich glaube, der entscheidende Passus ist hier privat weiterverwendet, weil das Urheberrecht sich erstmal auf weitere Veröffentlichungen bezieht. Also von daher können wir privat alles verwenden, was wir hier natürlich jetzt mitnehmen und aufnehmen. Heikel bzw. relevant wird es eigentlich erst, wenn wir es weiter veröffentlichen. Das heißt, wenn wir das Transkript dann jetzt im Prinzip auf der Website oder keine Ahnung was veröffentlichen würden. Da brauchen wir natürlich genauso wie bei der Aufzeichnung auch die Zustimmung der entsprechenden Person. Ja. Gut, also Transkript ist auch ein Werk. Bildet ja auch den Vortrag zum Beispiel dann ab oder gibt ihn wieder. Genau. Mhm. Gut. Ja, ich denke, also hier kommen mir zumindest keine Fragen mehr mal rein. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, per Webcam euch einfach mit reinzuschalten, auch
auch per Ton eure Fragen einfach zu stellen. Es soll ja auch so ein bisschen Gespräch werden, nicht nur Vortrag. Also von daher, vielleicht habt ihr auch schon mal Erfahrung auch mit anderen Diensten, so wie Frieda, der seinen Workflow ja hier auch schon mal vorgestellt hat. Ich finde das auch mal ganz spannend zu sehen, auch wie andere arbeiten, was andere auch verwenden, vielleicht auch was für Ideen auch andere überhaupt haben, weil, wie gesagt, wir stehen hier noch sehr, sehr am Anfang dieser ganzen Entwicklung, weil wenn man jetzt alleine mal sieht, welche Entwicklung Videokonferenz oder digitale Kommunikationssysteme in diesem Jahr dank Corona hinter sich gebracht haben und gemacht haben, da kann man wirklich in der Tat noch von neuen Medien reden. Ich bin ja immer so ein Feind des Begriffs neue Medien, wenn wir seit 15 Jahren irgendwie von neuen Medien reden und digitale Medien meinen, die Alltagsmedien sind. Aber ich glaube, hier ist es in der Tat noch so. Also das kommt jetzt ganz viel Schwung rein. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Rückfragen oder Anmerkungen oder Ergänzungen? Ja, ich hatte eine Frage ganz konkret. Und zwar hatte ich das vorhin ja schon kurz gemeint mit, ob man hin und her übersetzen kann, also wie das funktioniert, wenn eine Person quasi jetzt Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch übersetzt. Und dann habe ich das jetzt so verstanden, dass dann quasi die Dolmetscherin dann immer die Sprache, die sie quasi spricht, einstellen muss, ne? Damit die Leute, die den Kanal, sage ich ja, jetzt mal, eingestellt haben, dann die richtige Sprache hören. Okay, also sie schaltet um, der Rest kann das einfach so lassen. Der Rest kann lassen, genau. Okay. Also als Teilnehmerin wähle ich einfach aus die Sprache, die ich spreche oder hören will. Okay. Gut. Danke, das war's schon. Es ist immer ein bisschen kompliziert, das sich alles vorzustellen, aber... Ja. Aber es läuft wirklich ganz gut in der Praxis. Also es ist auch wirklich sinnvoll, das einfach mal auszuprobieren mit mehreren Leuten und einfach mal zu gucken, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich den Kanal wähle und wann bin ich eigentlich wie und wo zu hören? Also in der Theorie das zu hören oder jetzt mal zu sehen, das ist das eine. Ja, aber das selber mal auszuprobieren, also die Erfahrung durfte ich jetzt auch schon mit einer Gruppe machen, das ist nochmal was ganz anderes, einfach zu gucken, okay, jetzt höre ich die, jetzt irgendwie nicht und also es ist nicht wirklich so ein ganz einfaches Thema, aber wenn man mal so ein bisschen da drin ist, funktioniert es echt gut. Okay, ich glaube, das war es jetzt, glaube ich, auch soweit erstmal an Rückfragen. Und ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, wir können noch sehr viel hoffen, dass in den nächsten Monaten, Jahren sich da ganz viel auch entwickelt, auch natürlich mit den Formaten. Von daher bin ich zumindest sehr gespannt. Dir jedenfalls, David, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ein bisschen auch von deinem Erfahrungsschatz geteilt hast und hast auch teilhaben lassen. Finde ich immer super spannend, weil du auch immer jemand bist, der auch neue Sachen einfach mal ausprobiert und einfach auch mal macht und ich sag mal, andere dann auch teilhaben lässt. Also das Wissen eben nicht nur für dich alleine beanspruchst und von daher nochmal herzlichen Dank heute auch fürs Kommen. Ja, ansonsten, es wird, wie gesagt, noch eine Aufzeichnung geben, am besten unter erwachsenenbildung-ekhn.blog. Da haben wir auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Alle, die jetzt hier waren und auch eine Erinnerungs-E-Mail bekommen haben, sich registriert haben, bekommen auch noch mal eine E-Mail mit dem Aufzeichnungslink. Und ansonsten haben wir hier unten auch noch mal in der Mediathek ganz viele spannende Veranstaltungen und auch die Aufzeichnung von allen weiteren Talks und Webinaren, die wir anbieten. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für die Teilnahme heute, für die Beteiligung, für die Rückfragen und wünsche euch an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht habt, schöne Herbstferien. In Hessen haben wir ja schon, in Rheinland-Pfalz fangen sie jetzt erst an. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber in diesem Sinne vielleicht sogar auch ein paar schöne freie Tage. Zumindest ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Wiedersehen. Tschüss.